Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dungeons 1 hier in unserem Dungeon. Jetzt geht's los, endlich! Dunkler Herrscher, dort nahen einige Helden. Ich würde vorschlagen, wir verstecken uns und schlagen diese Schlacht ein anderes Mal. Dies scheint mir als Versteck geeignet zu sein. Endlich habe ich die Monster, die davor waren, mit Ach und Krach endlich weggekriegt. Bin dabei einmal gestorben. Aber nicht so schlimm. Wir haben es ja hingekriegt. Vor allem, wenn du einmal nicht aufpasst, ne? Also, ich habe mich da so oft diesen Paladin gestürzt, also konzentriert, dass ich mein eigenes Leben dann komplett aus den Augen verloren habe, ne? Das war nur der Fokus auf ihn, dass es ihm gut geht. So, jetzt müssen wir bloß gucken, wo wir hier irgendwo langlaufen müssen, ne? Ein Monster hat gerade einen eurer Helden zerlegt, Meister. So, ich glaube, wir müssen hier so ein bisschen nach oben gehen. Ich werde versuchen, auf jeden Fall jede Konfrontation erstmal aus dem Weg zu gehen. Ein Held ist im Kampf. Naja, gegen geht ein halt Monster nicht doch immer, gestorben. Ne? Ich muss halt bloß darauf achten, wenn es wirklich zu so einem Kampf kommt, dass unser Paladin nicht angegriffen wird, weil den kann ich als einziges nicht heilen. Ein Held wurde von einer eurer Fallen zerlegt, Meister. Na gut, ist schon weg. Hat gerade einen Helden getötet, Meister. Gut. Ja, falls ihr euch wundert, ich habe mal wieder die paar Fallen aufgebaut. Weil es, ihr habt es ja mitgekriegt, ne? Sobald wir abgelenkt waren, haben die unser Dungeon jetzt angegriffen. Ich habe gerade erfahren, dass einige Helden durch das offene Tor in unseren Dungeon stürmen. Vielleicht kümmert ihr euch um dieses Problem? Wieso? Ich habe da Fallen gebaut. Interessiert mich. Dunkler Herrscher, es tun sich zwei Möglichkeiten für euch auf. Der erste Pfad führt direkt durch die Mitte und wird uns einiges an Kämpfen bringen. Der zweite Weg umgeht das Gebiet etwas, sozusagen der Hintereingang. Die Entscheidung liegt bei euch, dunkler Herrscher. Ich würde sagen, zum Schutz von ihm würde ich schon lieber den versteckteren Weg ein nutzen. Ein Monster hat gerade einen eurer Helden zerlegt, Meister. Dann müssen wir den erstmal so ein bisschen hier aufhalten. Na, die kommst du nicht so gut ran. Fürchtet euch, macht euch bereit zum Sterben. Der Feind. Die stehen wirklich so blöd. Ja, stimmt. Wir haben ja noch den Skill von unserem Einhorn, nicht Einhorn, von unserem Minotaurus. Der stunt alle Gegner, die ringsherum um uns sind. Und das nur, weil wir sein Horn haben. Ich hoffe echt, der überlebt das hier. Weil du kriegst den einfach auch hier nicht raus, ne? Du kannst machen, was du willst. Eine eurer Fallen hat gerade einen Helden in die ewige Jagdbrücke geschickt, Meister. Jetzt sehe ich wenigstens. Ja, Mortas hat da schon ein bisschen Schaden halt davon getragen. Eines eurer Monster. Aber hat es geht. Es geht. Helden getötet. So, wir gehen jetzt mal hier, wie gesagt, durch diesen Hintereingang, den er da so beschrieben hatte. Wir müssen jetzt selbstverständlich wieder die Gegner aufhalten.
Die werden alle auf den losgehen. Da kannst du machen, was du willst. Eine weitere Menge an Helden greift uns durch das offene... Wir kümmern uns schon darum. Beziehungsweise greifen die gerade alle uns an, ne? Habe ich das Gefühl, so ein bisschen. Zum Glück habe ich noch so viele Zaubersprüche durch meine Errungenschaften da. Erstmal uns heilen hier. So, den haben wir weg. Wie gesagt, es ist enorm wichtig, dass der so wenig Schaden wie möglich davon trägt. Sonst kommen wir hier in eine echt, echt blöde Lage und das will ich ehrlich gesagt ja nicht. Der hat gerade einen Helden getötet, Meister. Jetzt nochmal mit Schmackes da drauf, auf unseren Champion, der hier ist. Aber ich denke mal, mit diesem Weg haben wir es eigentlich besser getroffen, weil du somit quasi weniger Feinde hast, die du bekämpfen musst, als wenn man den Offensivweg wählt. Denk mal, der wird noch ein Weilchen dauern, bis der hier umfällt. Champions haben ja sowieso immer eine gute, gute Verteidigung. Ein Held wurde von einer eurer Fallen zerstört. Aber ich will auch meine ganzen Zaubersprüche jetzt nicht unbedingt für die allerletzte Mission aufheben. Am Ende brauchen wir sie noch nicht mal alle dort. Können wir schon mal hier welche verschleudern mit. Sehr gut. Da geht's runter. Oh, da geht's runter. Monster hat gerade einen Helden getötet. Machen wir mal. Bin gespannt. Meister, es sind neue Helden. Der und sein Helden da. Ah, das ist noch so ein Champion, sehe ich gerade. So, erstmal hier den Champion angreifen. Einen eurer Goblins verloren, Meister. Die greifen natürlich direkt unseren Paladin an. Aber am meisten Sorgen mache ich mir halt um den Champion, ne? Wenn der den angreift, dann der macht er halt schon ordentlich Damage. Den müssen wir am schnellsten hier runterhauen. Deswegen arbeite ich lieber alleine. Also da hast du nicht so Probleme. Als wenn du jetzt hier permanent einen verteidigen musst in dem Sinne. Weil der heilt sich ja auch nirgendwo, ne? Also der nimmt das wirklich so hin, wie es halt ist. So. Und jetzt geht's hier wieder hoch. Und da haben wir sie. Ihr seid fast am Ziel, Meister. Tötet dieses gutmütige Etwas und ihre Schergen und nehmt die Schicksalsklinge dann an euch. Ich habe bereits eine Plakette dafür über dem Kamin angebracht. So sieht's aus. Na, dann wollen wir mal. Jeden Zauberspruch nehmen, den wir hier haben. Wirklich. Ein Monster gestorben. Weil jetzt wird's kritisch, weil die hauen ja, wie gesagt, auf unserem Paladin mit ein. So, heilen und alles. Wunderbar. Komm, das kriegt er hin. 3-1, sagt mal. Ersten haben wir weg. Meister, ich habe hier eine kleine Randnot. Der mit seinen Problemen, das interessiert mich doch jetzt gerade gar nicht. Bin ja mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Aber es sind nur noch zwei Wächter. Gleich noch einer. Sehr gut. Für die Niedertracht.
So, den können wir noch so ein bisschen vergiften hier. Ihr habt einen eurer Goblins verloren, Meister. Ja, ist halt so, kannst du nicht ändern. Beute. Ausgezeichnete Arbeit, Meister. Die Guten liegen im Staub und die Beute gehört euch. Jetzt müssen wir bloß noch die Schicksalsklinge finden. Die Schicksalsklinge muss ganz in der Nähe sein, dunkler Herrscher. Ich spüre es. Das heißt, es muss hier irgendwo einen versteckten Schalter geben, damit wir das Ding finden. Etwas ist hier merkwürdig, dunkler Herrscher. Ich glaube, es gibt hier eine Art Geheimmechanismus. Wir müssen ihn bloß noch finden, ne? Also... Das Teil hier leuchtet zwar, aber es hat irgendwie nichts zu sagen. Ein Held hat euren Dungeon unbeschadet verlassen. Wo ist es? Hier ist es nirgends. Es kann ja eigentlich nur das Teil sein, oder? Aber das ist das Einzige, was leuchtet. Was könnte es sein? Also zumindest hinter dem Bücherregal sehe ich jetzt schon. Einer eurer Goblins ist gestorben. Hier ist zumindest das einzige Anklickbar. Oh! Jetzt haben wir's. Es sind wiederum ein paar Helden zu uns unterwegs. Die Schicksalsklinge ist euer Meister. Ich habe ihr einen Platz über dem Kamin reserviert, direkt neben dem Platz, den ich für Calypso freigehalten habe. So, nächste Folge geht's weiter. Seid auf jeden Fall dabei. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, euer Paddy und ciao.